MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Hallo Leute, herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge Let's Play NHL 16 auf der PlayStation 4 und wir sind hier im Be a Goalie Mode. Nach unserem letzten Spiel, nach dem Shutout, spielen wir jetzt gegen die Medicine Head Tigers. Was, habe ich das richtig gelesen? Ach egal, irgendwelche Tiger. So, wir wollen natürlich, ja, nicht unbedingt jetzt einen zweiten Shutout oder so, wenn wir den kriegen können, klar. Aber wir wollen natürlich an guten Leistungen anknüpfen. Bradley. Und ich muss unbedingt mal eine Zeitlupe speichern, weil ich für mein Thumbnail den Gotti von vorne in einer anständigen Position benötige, die Riesenchance. Meine Herren, Schneider brauchte da sehr lange, um wieder aus seiner Aktion quasi zu erwachen. Aber keiner unserer Jungs, obwohl da zwei in der Nähe waren, der Scheibe, konnten da Profit rausschlagen. Ärgerlich. Das war eine recht frühe, gute Möglichkeit, hier in Führung zu gehen. In fremder Halle. So. Hinterm Tor, Spielaufbau, Forrest, Staples, Eisenschmidt, Butcher. Der Butcher. Scheibe hüpft da ein bisschen durch die Gegend. Ah, werden wir aber vielleicht nochmal in die Ecke gerutscht gekommen. Aber die Jungs haben hier uns gerettet. Ah, links vorbei, Kanaukov, Virtanen, der tickt. Fusliv, Scheibe ist noch da, Kanaukov flach. Nachschussmöglichkeit, Virtanen, Tor! Wenn auch sehr kurios, weil ich glaube, der eigene Mann ist da mit dem Puck und Schläger Richtung Tor geheizt. Schauen wir uns gleich nochmal in der Zeitlupe an. Tor wird Jake Virtanen gut geschrieben. Ja, ja, ist der eigene Mann. Das ist der 36er. Cox. I like Cox. So. Genug des Schabernacks. Habe ich auch Scrubs, glaube ich. Ja. So. 1-0. So oder so. Die Chancen waren durchaus aber auch gut. Die Jungs da, die Jungs da vom Tor hatten. Drought, auch schön gespielt. Rankin. Wieder rechts abgeprallt der Puck, aber keiner da, um da irgendwas draus zu machen. Schön abgefangen. Und Lang, glaube ich, der den Puck ins Angriffsdrittel spielt. Schlechte Puckannahme. Oder gar keine Puckannahme, das könnt ihr euch aussuchen. Bean dazwischen, Drought, Lang versucht den Risikopass hinten aufs lange Eck. Und der Penner am Puck. Overe. Oder oh, ich habe keine Ahnung, wie man den ausspricht. Aber unsere Jungs halten immer noch eine Kelle dazwischen. Drought. Auch schön abgefangen. Und dann Rankin mit der Möglichkeit. Drought rechts vorbei. Da zwitschert der Puck rechts vorbei. Schön gespielt. Rankin schaufelt den Puck jetzt daneben. Drought. Meine Herren, sind das hier Riesenchancen. Bean bringt den Puck nochmal nach innen. Rankin links vorbei. Unfassbar. Unfassbar. Sehr gute Chancen, die allesamt nicht ihr Ziel finden. Rankin hat die Scheibe. Hinters Tor ist immer blöd. Macht er gut. Zip ist Verteidiger. Von dem können wir jetzt hier keine Wunderwerke erwarten. Peterson, Stallard, Backhand-Versuch. Sanheim, auch schön gespielt. Peterson flach durch die Beine. Aber Schneider ist schnell genug mit dem Polstern unten und hält seine Tigers hier, ja, weiterhin bei einem Ein-Tore-Rückstand. 8 Minuten noch zu spielen im ersten. Bulli gewinnt. Sanheim, Kanaukov, Fusliv. Und da war der Goalie schon im Spagat. Eieieiei, da ist es. Virtanen reagiert da am schnellsten. Holt seinen eigenen Rebound, glaube ich, und macht dann das Ding rein. 2-0. Es hat sich aber abgezeichnet. Jake wird dann Fusliv, Kanaukov. Ich glaube, das war die gleiche Kombination wie auch schon beim ersten Tor. Ja, der Verteidiger da, der da steht, mit der 15 oder was das ist, der war gar nicht im Bilde, oder? Die Scheibe rutscht da hinter in seinem Rücken durch die Gegend und er kriegt das gar nicht mit. Uns soll es recht sein. 2-0. Jake Virtanen.
Und da können wir echt froh sein, dass wir ihn haben. Ein begnadeter Spieler. Kanaukov zwitschert hier das Ding links vorbei. Virtanen holt sich die Scheibe. Kanaukov. Ja! Versleaf muss nur noch einschieben. Nimmt aber erstmal seelenruhig den Puck an. Und versaut es dann. So, Glove Safe. Ja, da komme ich dann nicht mehr hin. Zwei Mann frei vom Tor hier. Da konnte er sich dann aussuchen, wer es ist. Den anderen habe ich leider zu spät gesehen. 2-1. Chad Butcher. Boah, ist der hässlich. Entschuldigung. Ja, ich habe auf die 36 geachtet. Und den hinteren leider echt zu spät gesehen. Und dann war es geschehen. Also, Fakt ist, das wird kein Shutout. Aber wir sollten mal wieder anfangen, richtig zu halten. Ah, ich dachte, gibt eine Strafzeit vielleicht. Sanheim rechts im Angriffsdrittel. Ah, Puck gewinnen. Aber da konnte er nichts mit anfangen. Warum auch immer. Bradley. Hab ich. Ich liebe dieses Raushechten. Ich weiß, das geht oftmals auch gerne schief und dann sieht es richtig scheiße aus, aber es ist lustig. Und Hand. Hand muss jetzt erstmal warten. Oder zieht einfach mal ab. Ja, macht er. Der Aaron. Oder? Nein. Aaron ist wieder ein anderer, richtig? Ja, ich weiß. Ah, jetzt spielen wir die schlechten Pucks. Stallard, ihr seht, die letzten 40 Sekunden laufen. 30 Sekunden. Ein Dump in die Ecke. Stallard bringt das Ding nochmal in sein Tor. Ein schönes Tor. Und ganz ehrlich, da sah der Goalie aber gar nicht gut aus, oder? Das sah so ein bisschen aus wie ich. Nicht auf dem Posten, viel zu weit im Eck. Und dann schlägt das Ding, glaube ich, mittig über seine Schulter ein. Hä? Nee. Ach, keine Ahnung. Sehr ungewöhnlich. Sieht komisch aus. Ich weiß nicht. Egal, 3-1, beruhigt die Nerven. Sanheim assisted by Stallard und Peterson. Sehr schön. Ein Gegentor, aber das kommt in den besten Familien vor. Mal gucken, wie viel Schuss. Ja, 5 Schuss, ein Gegentor ist natürlich viel wieder mal. Ich würde mir schon wünschen, dass da wieder ein bisschen mehr Schüsse aufs Tor kommen, die auch haltbar sind. Nicht diese Dinger, wo wirklich zwei Leute dann vor meinem Tor stehen und einer davon den Puck bekommt. Und ich dann nur hinterher gucken kann. Ja, das sind so Dinger, ich nenne sie die Spekulierteile. Ja, du kannst natürlich drauf spekulieren, wo er hinkommt, aber dann hast du vielleicht auch Pech und stehst... machst das Eck vorher schon offen oder so. Oh ja, schön. Kanaukov. Ah, diesmal hält Schneider das Ding. Schauen wir nochmal. Schöner Pass. Und dann visiert Kanaukov links oben an. Rechts wäre aber wahrscheinlich die Chance höher gewesen, Schneider hier ein viertes Mal zu überwinden. So, Bulli. Im gegnerischen Angriffsdrittel trifft Kanaukov. Der stolpert da ein bisschen vor sich hin. Und jetzt? Und jetzt gibt es eine Strafzeit. Ich glaube, gegen die Tigers. Gegen Eisenschmied. Mal schauen, was da war. Ah, er wirft sich in den Schuss und naja. Kriegt dann die Strafe wegen Beinstellen. Von mir aus. Powerplay hat man ja selten. So, Bulli gewinnen und Thomas, jetzt bauen wir hier, nee, bauen wir nicht. Ich wollte gerade sagen, jetzt bauen wir uns hier mal einen anständigen Spielzug auf, aber da war das Ding auch schon wieder passé. So, Pfosten abdecken gibt XP, mache ich gerne. Das ist zu hektisch, wir tannen! Oh.
Kanalkov, Rankin. Ah, mitspielender Goalie hier heute. Kanalkov, Sanheim. Ah, schlechte Puckannahme. Die Scheibe bleibt in unseren Reihen. Kanalkov, Riesending. Virtanen, da kann noch was Gutes bei rauskommen. Puck abgefälscht, Kanalkov, hinters Tor? Nein. Virtanen flach. Aber Schneider ist auf dem Posten. Die Powerplay ist schon... Oder das Powerplay ist abgelaufen. Also wieder 5 gegen 5 auf dem Eis. Plus die Torhüter. Okay, da muss ich nie mehr hin. Ich trau dir nicht. Dafür habe ich mittlerweile ja dann doch zu viele Spiele gemacht, um meinen Verteidigern, die da vor oder hinter meinem Tor rumlaufen, zu misstrauen. Zip, muss er eigentlich tief spielen und nicht vors Tor. Bradley. Forrest. Ja, sehr gut. Und der nächste Scheibenverlust. Wieder Bradley. Bean dazwischen. Peterson. Stallard. Macht die Scheibe heiß. Peterson. Ah, die Gegner verteidigen jetzt besser. Schrägstrich, wir sind ein bisschen schlampig mit Scheibenbesitz. So, den haben wir umgehauen. Och, Freunde! Mann, Mann, Mann! Warum geben die da den Puck so leichtfertig und schnell wieder her? Drayden Hunt, dann der Torschütze. Da, das muss doch nicht sein! Ja, und ich bin dann natürlich auf dem Rückweg und sieht dann richtig kacke aus. Unfassbar, ey. 3-2, total unnötig. Und dann beide Gegentore nehme ich nicht auf meine Kappe. Interessiert mich nicht. Mann, Mann, Mann. Das nervt. Diese Leichtsinnsfehler und man selber kassiert dann hier die blöden Eier. Macht den Modus leider sehr häufig sehr ärgerlich. Ansonsten toll, freue ich mich. Hat Spannungsfaktor. Ich würde, wie gesagt, mehr auch mal, dass die KI, die gegnerische KI, auch mal mehr Schüsse nimmt, ohne irgendwie vorher eine hochprozentig, wie sagt man, ohne dass es jetzt, man hat immer das Gefühl, die KI nimmt erst nur dann Dinger, wenn sie wirklich sieht, oh guck mal, das Eck ist offen oder so. Aber einfach mal draufzwirbeln, das Teil, ja, dass ich dann auch mal irgendwie auf meine Saves komme, ist nicht. Das ist auch oft sehr schade. Wenn ich jetzt hier die Ecke, na, jetzt sehen wir es nicht. Nein. Boah, nein. Wisst ihr, was das Schlimme ist? Bei dem ersten Schuss gehe ich vorher schon in den Butterfly, weil ich damit gerechnet habe, der kommt flach. Und trotzdem rutscht der durch die Beine. Das ist erschreckend. Da bin ich unten. Und dann fischt er das Teil tatsächlich noch irgendwie von der Linie. Aber scheiß drauf. Drin ist drin. 3-3 gegen diese Gurken. Und ich kriege irgendwie 8 Schuss aufs Tor und 3 Gegentore. Das ist natürlich... Boah. Ein richtiges Traditionsspiel. Ein gutes, ein schlechtes. Back to the roots. So, den halte ich das mir. Also, den gebe ich jetzt nicht mehr ab. Weil abgegeben habe ich gerade. Und wir haben ja gesehen, was daraus entstanden ist. Das 3-2. Habe ich mehr? Nein, habe ich nicht. Aber der Kollege, okay. Meine Herren. So, und wir müssen mal vorne gucken. Ja, genau, dass das hier nicht passiert. Vielleicht mal wieder Pässe spielen, die Sinn ergeben. One-on-one. So, kriegst du das hin? Yo. Ja, oder auch nicht. Alles gut. Oder auch nicht.
Halbe Minute noch. Für Sleeve. Wirtanen. Ah, war mal wieder nix. Drei, ey. Oh, ich traue mich gar nicht, jetzt auf die Statistik zu gucken hier. Naja, 12 Schuss. Wurde ein bisschen mehr in den letzten Spielminuten im zweiten Drittel, aber trotzdem eine miserable Fangquote wird das am Ende wahrscheinlich geben. Bradley. Dabei bin ich eigentlich relativ zufrieden mit dem, was ich hier mache. Wow. Jetzt fängt der Schneider auf einmal an, hier Hockey zu spielen. Und zwar grandios, wie er den da rausfischt. Ja, na gut, kriegt er gegen den Blocker und reagiert dann direkt, indem er danach hechtet. Okay. Also eigentlich bin ich mit meinen Bewegungen und ja, eigentlich zufrieden. Dann müsst ihr den zu zweit doch mal an die Wand nageln da. Dann laufen beide auf einmal weg. So. Sagen wir mal so, als wir das Shutout in der letzten Folge hatten, hatte ich eine viel höhere Fehlerquote eigentlich. Gefühlt. Bumm. Ja, ruhig, wenn jetzt noch ein paar Schüsse noch aufs Tor kommen, die ich hoffentlich pariere. Boah, schade. Dann kriegen wir die Fangquote vielleicht doch noch halbwegs in einem ertragbaren Rahmen. Dann müssen wir wirklich dann irgendwie am Ende, keine Ahnung, 25 Schuss oder so stehen. 16 Paraden, die der Schneider gemacht hat, das wäre schon so ein Wert, den ich mir bei mir vorstellen könnte. Lang. Nochmal raus, Schlagschuss, unten an den Fuß, das tut weh. Bean, Lang, Drought, links vorbei. Rankin, Lang, wieder links vorbei. Und die Tiger haben den Puck. Wir lassen den aber hier schön im Spiel. Wir wollen nicht das Icing. Wir wollen das Tor, Lang, rechts vorbei. Na also, wenn es links geht, geht es auch rechts. Und Cox. Treibt die Scheibe nach vorne für die Tiger. Puckverlust. Sipp hatte da aufgepasst, aber Rankin bringt die Scheibe dann auch schon wieder weg. Wir machen eine hohe Handschuhparade. Oh nein! Boah! Butterfly-Parade. Boah! Ja, der ist recht drin, wenn ich es weiter. Boah! Das war übrigens jetzt ein vermeidbarer Fehler, aber ich habe auch gar nichts mehr gesehen. Die Kamera ist auch total am Rotieren gewesen. Ah, Poke und dann mit dem Blocker. Das passte schon, das war okay noch. Danach kam der Fehler. Junge, Junge! Oh, oh. Ja, machen sie gerne mit mir. Das machen sie gerne mit mir. So. Wichtig ist jetzt auch, dass hier gleich mal irgendwann mal das Törchen fällt. Für uns. Woo! Echt jetzt? Hab das Ding. Ja, gleich nicht mehr. Ach, mit Dreieck? Also ich hatte ja in der letzten Folge schon irgendwie mir die Frage gestellt, warum lässt er mit Dreieck den Puck los? Er macht es. Habe ich jetzt gerade nochmal gesehen. Oh, der ist zu scharf. Schade. Also mit Dreieck bringe ich das Ding auch wieder ins Spiel. Kanauko Pfosten. Hier ist was los, Freunde. Schlagschuss. Der bleibt bei uns. Virtanen für Sleeve. Spagatparade. Und Penner jetzt mit dem Konter. Guter Zwischengang. Hätte ich aber auch gehabt. Glaube ich. Möglicherweise. Vielleicht. So, unter 5 Minuten. Das ist das Icing. 3-3. Beide Reihen dürfen jetzt mal komplett durchwechseln. Und wir begeben uns wieder in die Sicht des Goalies. In die Sicht von Goddy. Wow. Da habe ich spät gesehen, dass er abgeblockt ist.
So. I'm for sleeve. Hunt. Der hat schon gegen uns getroffen. Stanford. Nee, Stanford, Entschuldigung. For sleeve. Patterson. Das ist die Möglichkeit. Schöner Breakaway. For sleeve. Langer Pfosten. Stallard. Puck ist noch heiß. Jetzt nicht mehr. Bradley. Sleeve dazwischen. Stallard. One on one. Schön. Links vorbei. Da muss wenigstens das Ding aufs Tor kommen. So zum Beispiel. Wo ist die Scheibe? Patterson hat es. Sleeve versucht es nochmal. Verdeckter Schuss. Aber ist nicht. Na, dann nehmen wir das Icing. Ist gar kein Icing. Okay. So, die letzte Minute läuft schon. Bradley. Stallard, aufpassen. Sehr gut gemacht. Patterson. Oder Peterson. Schön gespielt. Stallard, Schlagschuss, rechts vorbei. Peterson. Kommt da noch einer von unseren? Stallard, Peterson. Stallard, schön gespielt für Sleeve. Unten am Blocker hängen geblieben. Bringt das Ding nochmal nach innen. Peterson, flach. Und Schneider begräbt das Teil unter sich. 17,6 Sekunden noch zu spielen. Bully vorm Tor, der Tiger. Und wie ärgerlich, dass ich hier 3 Gegentore kassiert habe. Ich hätte das Spiel für unser Team gewinnen können, gewinnen müssen. Zip. Rankin, links vorbei. Ist noch heiß. Drought, Rankin nochmal rechts vorbei. Schlag, was wollte ich denn sagen? Nachschussmöglichkeit. Fängt aber selten mit Schla an. Nochmal Bulli. 9,6 Sekunden. Bulli gewinnen. Nein, Hand gewinnt. Ah, Schläger dazwischen. Achtung. Zip hat ihn. Und wir gehen in die Overtime. Wir gehen in die Overtime. Das wollte ich eigentlich vermeiden. Am Ende sind es dann immerhin 21 Schüsse, die wir aufs Tor bekommen haben. Also relativiert sich jetzt so ein bisschen die Fangquote wieder. Vielleicht können wir in der Overtime ja dem Team A nochmal helfen, plus nochmal die eine oder andere Parade fahren. Virtanen. Ja, als bester Spieler natürlich jetzt, ja, kaum sagt man's. Absolut wichtig, dass er auf dem Eis steht. Cox. Naja, kann ich nicht ins Spiel bringen. Aber ich habe das Ding. Dreieinhalb Minuten. Virtanen. Gewinnt das Bulli. Ja, ist gerade spannend. Ich bin hochkonzentriert. Virtanen. Sanheim flach. Schneider hat ihn. Hand. Oh. Ach, ihr Vollidioten, ey. Ihr seid doch echt. So macht das keinen Spaß, ja, wenn du da so mitspielende KI hast, die so intelligent ist wie ein Feldweg in Kassel. Da nervt das dann echt nur noch. Ich muss mir einfach nur angewöhnen, die Scheibe bei so Situationen einfach nur zu behalten. Wobei, da sind zwei Leute rechts. Ja, der haut den auch selber rein, ne? Ist jetzt nicht so, als müsste... Haut der mich? Der haut mich! Ich bin mir nicht sicher, wer am Ende das Tor macht. Ich denke mal, der eigene Mann. Ist aber auch egal, wir hätten das Spiel locker gewinnen müssen. Na hier, da haben sie ja auch den Puck schön wieder abgegeben. Ja, das war ärgerlich. Ah, da kratzt er den noch runter, aber leider kommt da der Gegenspieler. Ja, da weiß ich auch nicht, das war der Schuss, der flach kam, wo ich aber schon im Butterfly war, der trotzdem durchrutscht und... Naja, ärgerlich, aber sowas kommt vor. 4 Tore gegen uns. Wie gesagt, traditionell, ne? Aber immerhin, 24 Schuss. Tja. Virtanen, Butcher und Hand. Ja, 2 Tore. Der hässliche Butcher. Entschuldigung. Natürlich nicht. Aber doch eigentlich schon.
2 Tore gemacht. Ärgerlich. Ja, was soll ich euch jetzt noch sagen? Freunde, drücken wir mal hier auf Simulieren bis zum nächsten Match. Nervt. Na, da werden wir nicht drin sein, genau. Schade eigentlich. Ich hätte gerne gegen diese Idioten nochmal gespielt. Kontertraining. Was bringt denn das? Breakaway? Klingt blöd. Five-Hole finde ich eigentlich ganz gut. Und Bewegungstraining ist auch nicht zu verachten. So. Match simulieren. Kutenai Ice. Und dann gibt es hier ein Resümee der letzten Wochen. Der letzten Bewertungszeit. Training. 2 Stunden. Da machen wir nicht so viel. Passen oder Sprints. Ausdauer, Widerstandsfähigkeit. Finde ich gut. So, machen wir das. Und das nächste Match ist dann gegen die Kutenai Ice Dingsbums, hast du nicht gesehen. Was für eine Fangquote haben wir? Immer noch 85,7, also 0,857, aufgerundet 86% Fangquote. Das ist doch okay. Damit kann ich leben. Wir wollen uns natürlich irgendwann mal im 90% Rahmen bewegen. Ob wir das hinbekommen, seht ihr in den nächsten Folgen. Let's play NHL 16 Beer Goalie mit eurem Goalie LP. Haut rein. Ciao.